herzlich zurück aus der Pause. Jetzt hieß es gerade hier schon, sitzt hier die Jungsrunde. Hi, Boys! Aber wie schon vorhin gesagt, wir wollen das jetzt hier schon heute als eine offene Diskussion verstehen. Hier kommt halt also der erste Input oder ein bisschen was teilgisch. Ihr kennt euch sonst primär eben online. Jetzt müsst ihr euch mal anders begegnen und austauschen. Wer weiß, wie das geht. Jedenfalls wollen wir reden über KI-Bilder. Das Thema hat so viele Facetten. Welche wir da jetzt vertiefen werden, werden wir sehen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wo vielleicht so die Neugier oder die Energien des Publikums uns hintreiben in der Diskussion. Jedenfalls würde ich sagen, hier sitzen drei, die für die das letzte Jahr in gewisser Weise doch einen gewissen Einschnitt bedeutet hat. Aus diesem Grund, dass die KI-Bilder plötzlich zu einer so riesigen Sache geworden sind. Wir haben vorher schon mal Berit gehört. Das ist natürlich nichts völlig Neues, dass jetzt Bilder mit KI-Technik gemacht werden. Das war lange Zeit aber entweder eine Sache für absolute Spezialisten oder es war eine Sache, die ziemlich verborgen stattgefunden hat, eben diese KI-Technik bei Filtern oder so. Das hat die breite Öffentlichkeit gar nicht so realisiert, was da an Technik alles drin steckt. Letztes Jahr hat sich das schlagartig geändert, als gleich mehrere Programme öffentlich wurden, die sehr leistungsfähig sind, die so sehr von Anfang an nutzerorientiert sind, die alle nach dem Prinzip funktionieren. Man kann sich so ein Bild wünschen, verbal, und dann kriegt man was vorgeschlagen und kann damit weiterarbeiten. Und das hat so eine riesen öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. Und für einige Menschen eben bedeutet das, sich weil ihre Schwerpunkte, womit sich beschäftigen, verändert haben. Das kann im Bereich Theorie und im Bereich Praxis gleichermaßen stattfinden. Wir haben hier Roland Meyer, Bildwissenschaftler, in unserer Reihe mit dem Band über Gesichtserkennung auch schon aktiv gewesen, der wirklich jetzt seit letztem Sommer schon zu den Early Adoptern gehörte, von Debbie2 erstmal und zwischen auch mit Journeys, Stable Diffusion, die ganzen Programme ausprobiert, gegeneinander auch antreten lassen und sich viel Gedanken gemacht über vor allem die Bildsprachen der KI-Bilder. Dann haben wir Jakob Birken, auch schon Autor unserer Reihe, hat über Videospiele letztes Jahr im Band gemacht. Und er hat jetzt sogar schon ein Buch abgeschlossen zu den einigen Aspekten, vielleicht eher ontologischen Aspekten der KI-Bilder, das im Herbst im Schlaufen Verlag erscheinen wird. Und da haben wir noch Nils Poker, der sowohl jetzt als Theoretiker schon einiges geschrieben hat über auch die KI-Bilder, aber auch er ist selber Künstler, angefangen hat, Bilder zu malen, die entweder direkt nach der KI entstanden sind, nach Vorschlägen, die das, was man, glaube ich, der Litu geliefert hat, und dann aber nochmal so das Ganze wiederum nochmal reflektiert, gebrochen, eine Stufe weitergetrieben, auf eine andere Art nochmal digitaler gemacht, dem Anschein nach, aber natürlich dann auch wieder von der digitalen Vorlage entfremdet hat. Da würden wir vermutlich noch eigens sprechen. Das nur mal so zur Einleitung. Jakob, was hast du jetzt schon geschrieben? Ja, ich meine, jetzt nur so. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was da so die Schwerpunkte sind. Ja, also eigentlich. Weil wir machen keinen Herbstsalon, wenn das immer rauskommt. Das ist ja nächstes Jahr. Okay. Mein grundsätzlicher Ansatz war, erstmal überhaupt über Fotorealismus in der Computergrafik zu sprechen. Da geht es meistens eher um 3D-Grafik. Das war so ein bisschen letzten Endes so, was ich bei dem Buch für euch eher als so eine neue Nebenbaustelle hatte. Dachte ich, okay, ich erweitere das mal und bin dann mit dem Schaufen Verlag ins Gespräch gekommen. Und zwischendurch beim Schreiben habe ich gemerkt, okay, es sind halt nochmal ganz andere Sachen passiert, was jetzt die Frage nach dem Realismus angeht. Ne? Weil wenn ich mir jetzt diese typische 3D-Grafik anschaue,
die kommt ja immer noch aus so einem Verständnis von so einer Art von wissenschaftlichem Blick, ne? Also irgendwie, sagen wir mal, eine Art von mimetischem Realismus, der irgendwie noch optische Gesetze weiterverfolgt und Realität immer noch anhand dessen, wie die Welt funktioniert und wie sich die Welt irgendwie mathematisch beschreiben lässt, darstellen soll. Und jetzt kommt aber ein neuer Realismus, bei dem ich das Gefühl habe, da geht es schon immer darum, es soll irgendwie überzeugend sein, es soll realistisch sein, wir sollen uns durch diese Bilder von Midjourney und so weiter täuschen lassen, wir sollen sie überzeugend finden. Aber da geht es ja gar nicht mehr um die Konstruktion von einem Bild, das auf irgendeine Weise optischen Gesetzen folgt oder wie auch immer, sondern es ist eine Art von, ich würde sagen, medienimmanenter Realismus. Also es sind eigentlich nur Bilder, die sich auf andere Bilder beziehen. Das heißt, das fand ich auch zum Beispiel spannend, als wir vorhin zu den Filtern gehört hatten, dass es da plötzlich einfach so eine Art von Kollaps gibt, was die Referenzen angeht, die nur noch andere Bilder referenzieren. Ne? Also das heißt, es kommt vielleicht auch eine neue Art von Normativität rein. Also das wir eine Bilderwelt haben, die aus Bildern besteht, aber die auch natürlich so einen bestimmten Bias hat und nicht mehr eine Art von Außenwirklichkeit dokumentiert, referenziert. Und was macht das auch überhaupt mit der Fotografie? Ne? Weil es soll ja fotografisch aussehen, aber es ist einfach nicht mehr dieser gleiche Prozess. Und das fand ich so wahnsinnig spannend. Was macht das mit dem Begriff von Realismus überhaupt? Ne? Also nicht auf diese Art konstruiert überhaupt, nicht mehr konstruiert, es gibt keinen geometrischen Raum mehr, in dem das folgt, aber eben auch das, hast du gerade am Schluss noch angesprochen, die indexikalische Funktion von Bildern, die fotografisch aussehen, ist natürlich auch nicht mehr gegeben. Und was haben wir dann? Also wir haben ja mal so diesen Titel heute der Diskussion gegeben, alles nur noch surreal. Ja. Vielleicht liegt der Begriff Surrealismus hier deshalb nahe, weil man ja weiß, diese Bilder, die einem da angeboten werden, sind ja im Grunde kombiniert aus ganz vielen bestehenden Bildern, die erstmal aufgelöst und dann wieder neu konstruiert werden, auch klar, aber trotzdem, die Grundlage sind andere Bilder ganz unterschiedlicher Provenienz und Art und die werden neu gemischt. Also aus vielen bestehenden Daten werden irgendwie neue Datenmischungen erzeugt. Und das wäre ja mal vom Prinzip erstmal nicht so anders wie das, was surrealistische Kunst ausgezeichnet hat, eben eine Kombination von bereits bestehenden, in der Hoffnung, dass durch die Neukombination was Aufregendes, Interessantes, Erkenntnisträchtiges, was auch immer passiert. Ja, also ich habe mich dann auch ausgehend allerdings immer noch von diesen 3D-Bildern schon noch mal ein bisschen reingesteigert, um zu versuchen nachzuvollziehen, wie kommt das alles tatsächlich von so einem kunsthistorischen Surrealismus her. Und was ich mich da frage, ist, der historische Surrealismus hat ja noch mal diesen kritischen Anspruch, dass es ja doch darum geht, wenn wir bei Ernst und so weiter schauen, ne, dass es dieses Fragmentarische, was du gerade beschrieben hast, dieses Zusammenstücke, dass das ja eigentlich zeigt, dass das Bild nicht intakt ist. Ja, ne? Ja. Oder Magritte einfach diese Art von fast schon didaktischem Aufzeigen, guck mal, ihr fallt alle irgendwie auf Wahrnehmungsphänomene rein. Ne? Und jetzt haben wir was auf irgendeine Weise ähnlich aussieht, aber es soll ja ein intaktes Bild uns vortäuschen, es soll ja gar nicht. Er soll ja diese Synthese und diesen Prozess unsichtbar machen. Ne? Das finde ich irgendwie so einen interessanten Moment, wo ich mich frage, gibt es jetzt eine Möglichkeit, jetzt quasi zu diesem analytischen Surrealismus zurückzukommen und zu sagen, so, okay, wie machen wir darauf aufmerksam, dass diese Bilder uns täuschen sollen? Ne? Wie machen wir da wieder so ein kritisches Potenzial wirksam? Wobei schon die Frage wäre, ist das wirklich das einzige Sollen, was mit diesen Bildern verbunden ist, dass sie jetzt eben möglichst glatt und real wirken? Geht es nicht manchmal auch um diese Sollbruchstellen auf der anderen Seite? Oder wird es nur vielleicht von Künstlerinnen und Künstlern so besonders in den Blick genommen, so die Lust am Glitch oder an der Absurdität, an der Störung des Bildraums? Ja, ich würde denken tatsächlich, dass diese Faszination für die Störung ist schon eine, für die man eine gewisse ästhetische Grunddisposition braucht, ja. Die künstlerisch oder gestalterisch oder sonst wie ist.
Und da sieht man das auch am meisten, dass es auch da ja diese Faszination für Weirdness gibt, auch für das sozusagen wirklich das Zusammenfügen von Elementen, die offensichtlich nicht so zusammenpassen. Das finde ich auch ein interessantes Beispiel für so eine Art von AI-Weirdness. Und ich finde es auch ein Beispiel für das, was ich mal so Nostalgic Weirdness nennen wollte. Mhm. Ne? Weil was man sieht, was da simuliert wird, was dann das anschließt, was Jakob sagt, ist ja eben eine ganz bestimmte Medialität, ist eine Oberflächenqualität von, aber es ist wie ein Videosfilm, oder? Man hat sozusagen da ne, diese bläulichen Unschärfe-Effekte, wie von so einem nicht so hundertprozentig hochauflösenden Videobild, irgendwie, was da abgefilmt ist vielleicht oder so. Also so, ne, also man kann sich jetzt fragen, es ist auf jeden Fall eine mediale Ästhetik, die da simuliert wird, die ja überhaupt nichts zu tun hat, damit dieses Bild entstanden ist, sondern die was damit zu tun, mit welchen Bildern tatsächlich irgendwie das Modell gefüttert wurde, was dann zum Beispiel irgendwelche Video-Stills von, keine Ahnung, Fernsehserien aus den 90er Jahren, also in dem Fall ist es noch deutlich mal sozusagen einzuordnen, da können wir jetzt gerne gemeinsam den Prompt raten. Gutes Game-Show. Meine Erfahrung kommt auch echt schwierig. Weil das ist ja auch so, dass diese Vorstellung, dass so ein Prompt irgendwie eine Art Instruktion ist, die dann irgendwie umgesetzt wird, ne? Dass man gibt so quasi einen Befehl und dann erzeugt die Software auf Basis dieses Befehls ein Bild, ist ja völliger Schwachsinn. Also was ja eher passiert ist, dass man einen Möglichkeitsraum von Bildern irgendwie einschränkt, dass man in der vagen Potentialität, die dieses Modell liefert, irgendwo das in eine Richtung dirigiert. Und das heißt nicht, dass das wer versteht, was man dem sagt, und je komplizierter sozusagen auch die räumlichen Verhältnisse oder Verhältnisse zwischen Figuren oder Aktionen oder so sind, die man beschreibt, umso weniger kommt das am Ende dann irgendwie bei raus. Sondern es sind wirklich eher so Stichwörter, die in diesem Latenzraum eine Richtung vorgeben. Und dann geht es auch munter durcheinander. Also ich habe das gemerkt, kurz anekdotisch, an dem Spielen mit der neueren Describe-Funktion von Midjourney. Man kann ein Bild nehmen und die Software fragen, was wäre dann dein Prompt, um dieses Bild zu erzeugen? Ich habe das ausprobiert, auf Anregung von Barrett, sozusagen intern aus dem Discord hier, mit dem Robert Doisneau-Porträt von Picasso, wo er diese Kuchenfinger hat. Barrett zu Recht meinte, das ist ein super Bild irgendwie für AI in der Generation. Midjourney hat die Kuchenfinger nicht als das erkannt. Ne? Der Kuchenfinger als Kuchen kommt nicht in der. Also, es liefert einem vier verschiedene Bildbeschreibungen. Ne? Und die sind alle unterschiedlich. Also auch das sagt schon mal eine Menge über das Bild-Text-Verhältnis aus. Und wenn man die dann wieder eingibt, kriegt man ein komplett anderes Bild. Also in einem Bild kam dann die ganze Familie von Picasso auf einmal irgendwie. Picasso sah sich selber aber nicht besonders ähnlich, dann so 100 für ein bisschen mehr. Da verschwimmen auch sozusagen die Ähnlichkeiten und Bezüge innerhalb der Bilder. Ein anderes Bild hatte in The Style of Picasso im Prompt, was Midjourney ja überhaupt nicht ernst nimmt, weil es war trotzdem ein Foto draus. Ne? Und sozusagen in The Style of Picasso und Picasso als Bildgegenstand scheinen offensichtlich irgendwie verwandt zu sein, obwohl die Bilder natürlich komplett anders. Also, ne, wenn Picasso sozusagen sich als Selbstporträt mit Kuchenfinger gemacht hätte, sähe schon anders aus als ein Robert Doisneau-Foto. Ne? Aber für dieses Modell und deswegen die Frage nach dem fotografischen Realismus vielleicht auch nochmal ein bisschen komplizierter. Ist das einfach auch kein wesentlicher Unterschied, ob das ausschaut wie ein Foto oder ausschaut wie ein kubistisches Gemälde. Da gibt es sozusagen gerade von Ähnlichkeiten, man kann das eine in das andere übersetzen. Es ist nicht der Unterschied mehr. Also alle Bilder existieren in dem gleichen Raum von Möglichkeiten. Man kann das da irgendwie dahin dirigieren und ob das dann ein Still aus einem 80er-Jahre-Film ist, ein kubistisches Gemälde, ein für uns jetzt authentisch, realistisch wirkendes Reportagefoto. Das sind verschiedene Distanzen, aber es gibt nirgendwo eine absolute Differenz. Und ich denke, das ist ein bisschen wirklich bildhistorisch wichtiger Moment, sozusagen, um diese Technologie zu verstehen, dass alle Bilder in diesen Modellen im gleichen Vergleichsraum existieren.
Aber war dieser historische Moment nicht schon vor ein paar Jahrzehnten? Und durch die Digitalisierung im digitalen Raum sind ja alle Bilder sogar schon gleich als Daten eben gegeben. Jetzt wird uns das erst voll bewusst. Ja. Das ist vielleicht der Moment, wo uns das zu Bewusstsein kommt, was aber eigentlich sich zumindest schon 30 Jahre lang, man hätte es schon vor 30 Jahren auch konstatieren können, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo alle Bilder gleich ursprünglich sind oder gleich unursprünglich sind. Man hat es ja auch schon teil konstatiert, ja. Wobei natürlich die rücklaufende Digitalisierung dann nicht so richtig erst in den 90er Jahren angeworfen wurde. Und das ist das Thema, was mich jetzt gerade beschäftigt, also Digitalisierung von Museumssammlungen zum Beispiel, das sind eben große Projekte, die beginnen in den 90er Jahren, dass die großen Stock-Photography-Datenbanken als digitale Datenbanken entstehen, dass das Internet überhaupt ein Bildmedium wird, das sind alles Sachen, die dann sozusagen in den späten 90er Jahren wirklich anlaufen, in den 0er Jahren sich konsolidieren. Und dann hat man sozusagen seit 10 Jahren im Grunde das 99, irgendwas Prozent aller Bilder, die wir überhaupt haben, mindestens zum einen Zeitpunkt ihres Seins irgendwie als digitale Daten vorliegen. Ob sie dann nochmal am Ende ausgedruckt werden und an die Wand gehängt werden, schön und gut, aber sie sozusagen existieren ganz wesentlich auch als digitale Daten. Das ist klar, das hat einen längeren Vorlauf und man kann sich fragen, sind diese Modelle nicht vielleicht auch eine Konsequenz unter anderem daraus. Also ich glaube, es gibt diesen Moment, dass das jetzt überraschend war, sozusagen der Impact dieser Modelle, und es gibt natürlich, dann kann man natürlich auch sozusagen gewisse Long-Durée-Folgerichtigkeiten konstruieren und sich denken, ja, wahrscheinlich hat das eine Schlüssigkeit sozusagen, dass wir jetzt so mit Bildern umgehen, dass jedes Bild sozusagen nur eine digitale Variante von unendlich vielen anderen möglichen Varianten ist irgendwo angelegt in einer bestimmten Digitalisierungslogik und einer bestimmten Plattformlogik, weil das sozusagen, was dazu kommt, ist eben nicht nur, dass das jetzt so ist, sondern dass das auch von kommerziellen Firmen so vermarktet wird, die sich all diese digitalen Bilder angeeignet haben, ohne Leute zu fragen. Und insofern wäre es ein historischer Moment, dass man sagen kann, zumindest ab 1839 hatten wir ja mal jetzt eine Phase, wo es so zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Typen von Bildern gab, die mit einer kleinen indexikalischen Dimension, und die anderen, die so konstruiert oder imaginiert oder frei gestaltet oder wie immer waren. Und diese Differenz, die ganze Moderne geprägt hat, die ist jetzt auf einmal verschwunden. Also noch nicht ganz verschwunden. Man kann auch das Fotos machen, aber... Nee, und vor allen Dingen die konstruierten Bilder gibt es natürlich schon auch noch. Und es gibt natürlich die Bilder, ne, das muss man auch festhalten, die digital erzeugt werden, von Satelliten, von Überwachungskameras, in allen möglichen Kontexten, wo Lexikalität natürlich eine Rolle spielt. Mhm. Also ich habe über Gesichtserkennung geschrieben, da kann ich jetzt, die wird nicht morgen verschwinden, nur weil wir jetzt sagen, ja, aber alle Bilder könnten auch genauso gut generiert sein. Also es gibt ja offensichtlich, aber trotzdem sozusagen, es wird im Denken wirklich, auch diese Bilder mit den Gesichtern, kann man sich das ja fragen, wie das mit den Filtern und der Gesichtserkennung funktioniert. Das ist einerseits die Voraussetzung dafür, andererseits dadurch natürlich nicht verliert sie sozusagen ihre Plausibilität als Identifizierungswerkzeug massiv, wenn die Leute... Das geht ja auch nicht, wenn du filterst, greift dieser Leonard-Jones-Algorithmus nicht mehr, also weil die Licht- und Helligkeitsfilter werden draufgesetzt, das ist ein ganz klassischer Algorithmus, der sich die Helligkeit und Dunkelheit im Gesicht anguckt, die Verteilung. Deswegen kann Snapchat zum Beispiel an der Raufasertapete manchmal ein Gesicht erkennen, weil da ist dann Helligkeit und Dunkelheit gleich. Aber in dem Moment, wo du ein gefiltertes Gesicht hast, wird es gebrochen. Das bedeutet, gefilterte Gesichter sind viel schwieriger dann als Gesichter zu erkennen, weil die Rechenleistung nicht mehr gleich ist. Also doch, das wird alles ohne Probleme passieren, und aber es ist sozusagen Mini-Hürde. Also es fehlt ja auch als Schutz vor... Für vor zwei Wochen. Leider. Nee, du hast ja auch ursprünglich viel mit analoger Fotografie gearbeitet. Ja. Du bist dann auch schon früh zur digitalen Fotografie gewechselt. Jetzt kommen die KI-Bilder. Ja. Wie würdest du für dich nochmal jetzt beschreiben, was ist das entscheidend neu, oder ist es überhaupt entscheidend neu für dich jetzt, was durch diese ganzen KI-Programme passiert? Also entscheidend neu ist eigentlich eher die Erkenntnis,
die Erkenntnis, dass die alten Kategorien und Codes, die wir bei Bildphänomenen jeder Art angelegt haben und die wir schön immer voneinander getrennt haben, das ist so ein Klassiker, um erstmal Dinge einzuordnen, dass die durch diese KI-Tools plötzlich komplett als konstruiert erscheinen. Dass diese Kategorien eigentlich schon immer oder schon lange und spätestens seit der Digitalisierung in den, was du genannt hattest, oder seit den 90er Jahren, eigentlich auch schon so nicht mehr funktioniert. Also dieser Gedanke der Indexikalität der Fotografie ist beispielsweise auch eher eine Zuschreibung, bei der man schon von Anfang an, seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts fragen konnte, des 19. Jahrhunderts fragen konnte, ja, war das tatsächlich so? Und da wurde dann immer gesagt, ja, das sind ja Einzelfälle, wenn da manipuliert wurde, das sind Einzelfälle, dass Dinge retuschiert wurden, aber trotzdem war das jetzt eine ganze Menge Einzelfälle, das kam Einzelfälle ja immer so an. Ja, es ist nämlich ein eindeutiges Phänomen. Und was es jetzt an einem bestimmten Weitwinkel, an einer Weitwinkeloptik von 24 oder 20 mm, wo also die gesamte Plaza drauf ist, was ist da jetzt an Indexikalität, weil ich kann es mit meinen Augen nicht so wahrnehmen. Was mit einem Bild, was mit einer 2000stel Sekunde aufgenommen wurde, weil ein Film läuft mit 30 Bildern pro Sekunde und ich nehme das nicht mal als Abfolge von Einzelbildern wahr. Was ist jetzt sozusagen wahrnehmbar als Wirklichkeit oder Realität von Fotos, die also mit schnellerer Auflösung gemacht wurden als dann 30 Sekunden? So, das alles. Plötzlich haben wir es mit nicht nur mit fotografischen Bildphänomenen. Ich hab immer gesagt, es sind eigentlich fotografische Bildphänomene, von denen wir sprechen bei Fotografien, weil ich bleibe jetzt mal ganz kurz beim Thema Fotografie, weil es gab auch CGI-Fotografie, also die Autowerbung, die wir sehen, da ist das Auto nicht mehr fotografiert. Das ist super schwierig, ein Auto zu fotografieren. Das wird alles gerechnet und dann wird da so ein bisschen rumgeschraubt und da sind da Leute, die dann so Photoshop Philips, aber auf hohem Niveau, und die basteln das zusammen und jeder denkt, ja, ne, das ist genau so, sah das aus, dieser PKW im Sonnenuntergang, gar nichts. Ne? Da gab es 4 verschiedene Shootings, der Rest ist am Computer gemacht. Es sieht aber so aus wie eine Fotografie. Und dieses, es sieht so aus, ist das Kernmerkmal bei den KI-Bildern. Die sehen nämlich auch so aus wie. Das heißt, es ist immer ein Rückgriff in die Vergangenheit. Es ist immer etwas, was man kennt. Es erinnert an, wie hier dieses Beispiel, was wir gerade gesehen haben, ein Filmstil aus den 80ern oder 90ern. Ich habe das neulich gemacht, wir hatten dieses Waschbären-Thema und dann habe ich Raccoons und irgendwie kam ich auf den Namen der Rose, genau, ich hatte das irgendwie als Hörbuch gehört erst vor ein paar Wochen nochmal, und der Name der Rose, aber mit Waschbären. Und habe den ganzen Plot irgendwie mit Filmstills nachgemacht, das war einfach nur lustig. Es war aber auch zu sehen, tatsächlich, wenn man sagt, ja, das ist jetzt genau von dem Film der Name der Rose aus den, ich weiß, wann war das, 80er Jahren, glaube ich. Und genau diese Optik hatten diese Bilder dann auch automatisch, weil dann aus der Datenbank gezogen, aha, diese Ästhetik, Film 80er Jahre, also Analogmaterial mit einer ganz bestimmten Ästhetik, mit ganz bestimmten Filtern, aber mit Analogfiltern eben, die bringen wir da jetzt mal rein. Und das funktioniert. So, das heißt, dadurch, dass diese KI-Bilder Dinge, vorgefertigte Dinge nehmen, die schon existierten, ist das auch nicht wirklich neu. Neu ist eigentlich nur die Bildgenese. Neu ist eher das, um jetzt nochmal den Punkt in die Fotografie zu bringen, die einen ganz anderen, viel längeren Weg der Entwicklung hatte. Da gab es jetzt im Kunstmuseum Bonn eine Ausstellung, die hieß Expect the Unexpected. Da gab es fotografische Bildphänomene, kann man wirklich sagen, das waren auch keine Fotografien mehr. Fotografien, die ohne Kameras funktionieren. Fotografien, die kombiniert wurden, apparatelose Fotografie mit Fotogramm oder mit allen möglichen Techniken, aber man kann trotzdem sagen, ja, das sind irgendwie fotografische Bildphänomene. Und der Fotorealismus als Trend in der Kunst, so kann man auch wieder eine Brücke bringen, diese fotorealistischen Gemälde waren auch
fotografische Phänomene. Es waren eigentlich weniger Gemälde im klassischen Sinne, sondern es waren abgemalte Fotos. So wie ich faktisch Pixelbilder aus verarbeitete Pixelbilder nochmal abmale als, ja, als absurde analoge Geschichte und so nochmal eine völlig andere konzeptuelle Ebene da reinzubringen. Und wirklich neu ist das noch nicht. Ich glaube, das kommt erst. Also das, was man von den KI-Tools erwarten sollte oder müsste, wäre, dass dort völlig neue Ästhetiken entstehen, die nicht mehr nur ein Rückgriff im Sinne einer Retro-Ästhetik oder Roland hat das genannt, Hashtag Artificial Nostalgia. Das war sehr schön, weil das eigentlich alles immer irgendwie in einen Bereich der Nostalgie, also es erinnert an Malerei, es erinnert an einen bestimmten Foto, an eine bestimmte Fotoästhetik, es erinnert an Filmästhetiken, es erinnert an Illustrationen aus bestimmten Bereichen. Und wirklich neu ist eigentlich nur die Form der Bildgenese. Und es ist so ein bisschen Budenzauber, es ist so ein Knalleffekt, wie auf einer magischen Bühne, nur dass es eben nicht Siegfried und Roy sind, sondern das ist jetzt ein KI-Tool und plötzlich erscheint da irgendwas. Das Kaninchen wird aus dem Hut gezaubert und das Kaninchen war vorher nicht da. Und das affiziert natürlich auch auf eine Art und Weise, dass man aufpassen muss, eben nicht zu vergessen, darüber zu reflektieren, was da tatsächlich passiert. Ist das tatsächlich mehr als ein Bodenzauber? Und wenn ja, wo kann das liegen, wo kann das Potenzial liegen und wo sind eventuell auch die Gefahren zu sehen? Das wurde eben ja auch in dem Filterbeispiel, die Probleme, die es, also man kann das als Phänomen wahrnehmen und trotzdem ist es total wichtig, das zu hinterfragen. Was ist dabei? Und das, was du genannt hattest, Berit, die Zementierung auch von Biases, die haben wir in der KI natürlich extrem. Es wird auch der Kanon zementiert, dass Kunst beispielsweise, Kunst wird gemacht von, genau, Männer, europäisch, etabliert. Bitte. Ich wollte mal kurz, stimmt natürlich absolut mit dem Bias, also ich will das jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich wollte trotzdem mal ein Beispiel nennen, das fand ich neulich total spannend, weil ich denke, dass sich einfach diese Plattform total ausdifferenzieren, dass es einfach Programme gibt, wo der Bias sehr stark ist oder bestimmte Ressourcen zugrunde liegen, wo bestimmte Dinge stattfinden. Aber ich hatte neulich bei DALL-E, also neben meinem Nerdbuch, habe ich nach so einer Art Illustration gesucht und ich dachte, ich gebe mal ein, ja, Nerds hier, Nerds da und keine Ahnung. Und es war wirklich interessant, dass fast auf jedem Bild immer eine Quotenfrau drauf war. DALL-E hat, ich glaube, im Sommer letzten Jahres reagiert auf genau diese Art Kritik, dass immer, wenn man CEO eingibt, ein Mann kommt und wenn man Assistant eingibt, eine Frau kommt und wenn man erfolgreich eingibt, ein Mann kommt und wenn man Zert eingibt, eine Frau kommt und so weiter, dass sie die Prompts quasi im Hintergrund manipulieren. Das heißt, wenn du jetzt Nerd eingibst, dann liest das Programm zu einem bestimmten Prozentsatz Female Nerd und zu einem bestimmten Prozentsatz Black Female Nerd. Und dadurch wird sozusagen auf der Ebene des Interfaces Diversität erzeugt oder vorgegaukelt, kann man sich jetzt fragen, die aber im Modell tatsächlich nicht vorhanden ist. Es ist im Grunde ein Workaround. Man kann sagen, der ist erfolgreich, haben sie gut gemacht. Es wird dann sozusagen, ich habe heute wieder gerade einen Tweet dazu, wenn man dann sozusagen andere Prompts hat, die ein bisschen länger und komplizierter sind, da war da zum Beispiel Stable Middle Class Family. Die ist dann natürlich ausschließlich weiß. Ne? Also so, dann geht es schon wieder nicht. Ne? Und das Gleiche hat man ja auch bei ChatGPT, das ja auch bestimmte Filter in einem anderen Sinne, Safeguards eingebaut hat, um sozusagen diskriminierende Sprache zu vermeiden. Aber wenn man dann sagt, stell dir doch mal vor, wie das sozusagen um 1900 gesagt werden würde oder so, dann kriegt man all die rassistischen Ausdrücke. Also so, das heißt, es gibt sozusagen den Bias in den Modellen, es gibt den Versuch, den abzuschwächen auf einer Interface-Ebene und das funktioniert
Nicht das ist natürlich trotzdem gut, weil die produzierten Bilder ja wieder in den Datensatz reinfließen und natürlich die Anti-Bias-Programmierung zumindest dazu führt, dass der Bias sich nicht verschärft im Datensatz. Ich fand das übrigens auch gut, aber ich meine, ich habe halt echt versucht, ein stereotypes Bild zu erzeugen. Verdammte Kiste, du hast sie nicht gekriegt. Ich habe tatsächlich, und ich meine, also ich habe ja geschrieben, like in the 90s oder so, weil das ist ja wahrscheinlich. Also ich habe schon versucht, wirklich ein stereotypes Bild zu bekommen und habe auch entsprechende, glaube ich, Signalwörter, weil ich bin nicht so versiert im Umgang mit dem Programm. Aber das war schon interessant, dass ich dann immer so daran an die Grenzen gestoßen bin. Und dann war es auch, also ich bin eine Person, die immer schon sich fragt, was sind das für Prompts? Also wirklich automatisch kommt bei mir die Frage, was könnte da eingegeben worden sein? Schreib das in den Discord, können wir machen das. Ja. Und okay, ja, gerne. Aber und da war es jetzt wirklich auch, und auch vor allem, wenn ich Bilder sehe, was könnten denn die Bilder sein, auf die das referiert? Weil zum Beispiel bei den Nerds, das waren halt nicht irgendwie Frauen, die aussahen wie Nerds, sondern das waren dann so Frauen in so wallenden Kleidern aus einem ganz anderen Jahrhundert oder so, also ganz merkwürdige Frauenfiguren, die irgendwie so gar nicht thematisch so hineingepasst haben. Und das hat mich einfach, ja, das hat mich weil das finde ich eben interessant im Hinblick nochmal auf die Frage, was bringen diese Modelle Neues? Ja. Und ich glaube, es ist eben nicht, dass sie wahnsinnig neue Ästhetiken und wahnsinnig neue Bilder unbedingt bringen, aber sie bringen zum Teil andere Bildverhältnisse. Also was du genau beschreibst, diese Frage, Bild-Text-Verhältnis. Und da ist erst ein Text und dann kommt ein Bild zu dem Text. Und daraus entsteht eine Spannung, daraus entsteht auch ein Witz, das hat auch eine Meme-Logik sehr häufig. Oder man fragt sich eben, was kann das für ein Prompt gewesen sein, der so ein absurdes Bild erzeugt hat? Das hatte ich, als ich diese Test mitgemacht habe von Midjourney. Midjourney hat für die neue Version so Bilder den Leuten präsentiert und gesagt, welches findest du besser, A oder B, um sozusagen das, ne, die Ästhetik quasi nutzerinnenfreundlich zu optimieren. Also da kam zum Teil, das meiste war für das Schwachsinn wahnsinnig langweilig, aber ein paar Bilder waren dabei, wo ich dachte, what the fuck, also wo kommt das denn her? Und das ist auch diese Frage, dass man sich anhand eines Bildes fragt, nicht auf welche Realität referenziert das oder was hat die Künstlerin sich dabei gedacht oder so, sondern sich fragt, welche Bilder sind denn da zusammengekommen? Ne? Das kann man bei Collagen immer schon, aber da kann man vielleicht sogar, hier kann man es ja nicht mehr nachvollziehen, aber man kann sich diese Frage stellen. Also man kommt in andere Rezeptionsmodi. Wobei beide Fragen eigentlich immer schon an Kunstwerke gestellt werden. Also einerseits klar, was hat sich der Künstler, / der Prompt-Schreiber, Schreiberin gedacht? Und klar, was ist der vielleicht Bild, also was ist das kulturelle Gedächtnis, auf dem das Ganze basiert oder so, jetzt mal ganz weit vorne. Ja. Aber jetzt eben halt über diese Blackbox der Maschine vermittelt, die diesen Fragen nochmal einen Twist mindestens gibt, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ja, ich fand es gerade ganz interessant, weil du gesagt hast, wie Text und Bildrelation funktionieren, was ja eigentlich, du hattest vorhin auch gesagt, dass diese Beschreibung ja eigentlich keine Beschreibung in dem Sinne ist. Also ich sage der Maschine ja nicht irgendwie, ich will das und das sehen und dann zeigt die mir exakt das, sondern du hast gesagt, ein Möglichkeitsraum. Ne? Also es verspricht, dass es so funktioniert, genau. Und dann ist die Enttäuschung, genau, dass es so nicht funktioniert und dann passieren genau andere Dinge. Und das ist insofern, aber ich finde es insofern ganz spannend, weil ich vor einiger Zeit einen absoluten Frustrationsmoment genau damit hatte, weil ich wollte ein Bild erzeugen aus einer Idee heraus, in der im Stile der Batman-Filme von Christopher Nolan etwas wie das Bat-Signal in den Himmel projiziert wird, aber es ist kein Bat-Signal, sondern eben etwas anderes. Und ich erinnere mich an den Anlass, ja, glaube ich. Und ich habe so oft, wie ich nur irgendwie konnte, habe ich versucht, einen Prompt zu entwickeln, in dem klar wird, ich will nicht, dass irgendwo auf diesem Bild etwas ist, das an eine Fledermaus erinnert. Aber sobald ich gesagt habe, Batman, Christopher Nolan, war das Bat-Signal. Ich habe irgendwann in den Prompt geschrieben, nichts sieht aus wie eine Fledermaus. Und trotzdem war dann wieder dieses Ding da, wo ich dann immer dachte, so wie kriege ich das jetzt hin, wie kriege ich die Maschine ausgetrickst sozusagen. Es gibt da technische das ist dann schon wieder high sophisticated. Man muss einfach so ein paar Minuszeichen davor machen. Ja, das ist Wissen sozusagen. Das meine ich mit high, also mit high ist ein bisschen ein Wissen.
um die Maschine sozusagen möglichst weit vom Bett, also von bestimmten Elementen quasi wegzusteuern. Du musst es so nicht dahin gehen, sondern so abbiegen vorher. Das sind diese Verkehrssignale, die man dem gibt. Das geht dann schon, die sind dann zum Teil sehr stark kodiert und haben dann eben nicht mehr, wie man gibt einfach eine Beschreibung an, wie man sich das so vorstellt. Aber so funktioniert es dann eben tatsächlich nicht. Nee, es gibt tatsächlich, das ist völlig neu, also die Form der Bildgenese, von der ich eben sprach, das ist genau der Punkt. Das ist nämlich ein Text, also der Sprache. Text, die Sprache. Du hast das, glaube ich, mal irgendwo geschrieben und ich hatte das auch erwähnt, unabhängig voneinander, dass die Sprache, also dass der vermeintlich überwunden geglaubte Linguistik-Turn plötzlich wieder eine Rückkehr. Also plötzlich spielt Sprache eine relevante Rolle in Verbindung mit Bildgenese. Und das ist tatsächlich ein völlig neues Phänomen. Es ist sogar so, dass man sagen kann, also wenn man mit Sprache nicht umgehen kann, weil man faktisch aus einem anderen kulturellen Sprachbereich kommt oder wie auch immer, dann hat man größere Probleme damit, gute Bilder zu generieren, als wenn man jetzt von der Gestaltung oder von visuellen oder ästhetischen oder bildtheoretischen Dingen keine Ahnung hat. Also Sprache ist definitiv etwas Wichtiges und das hat auch dazu geführt, dass ganz schnell schon im letzten Jahr die Überlegung kam, ja, es wird es Prompt Engineering, also es geht jetzt darum, dass da Spezialisten kommen, eigentlich Sprachspezialisten, die dann für die Erstellung von Bildern zuständig sind. Das ist etwas, was es natürlich vorher überhaupt nicht gegeben hat. Das war höchstens im Bereich der Fotografie, dass man sagt, ja, man muss die Skills kennen, wie ein Fotoapparat funktioniert. Also Blende, ISO, Belichtungszeit, das ist jetzt nicht so kompliziert. Ja gut, für mich nicht ganz so wichtig. Also, wenn man das kennt, ja, dann kann man auch mit einer analogen, alten, 100 Jahre alten Kamera ohne Probleme, klar. Aber wenn man das eben, also man muss bestimmte Skills haben. Und das ist etwas völlig Neues. Und dann muss man aber noch etwas dazu, zu dieser also es wird jetzt gesagt, es wird manipuliert, damit eben eine gewisse Diversität überhaupt erreicht wird. Das war bereits so in der Stockfotografie. Das ging auch in den 90er Jahren los, also Stockfotos wurden für redaktionelle Beiträge, die wurden per CDs meist ausgegeben, noch zu analogen Zeiten und auch noch lange in den ersten Jahren der Digitalisierung. Und da war es bereits so, wenn man aus den Vereinigten Staaten Stockfoto hatte, dann kam da eben auch bei irgendwelchen Teambildern war jemand aus dem asiatischen Bereich, BPOC, das war sehr gemischt und sehr divers. Und das war grundsätzlich aber auch in Ordnung, weil das gab es vorher nicht. Das gab es auch beispielsweise bekannt ist dieser Kodachrome-Film, das war eigentlich ein rassistischer Film. Und der wurde nur deshalb abgelöst vom Kodak Gold, nicht weil BPOC besser, weil die Haut der BPOC war auf dem Kodachrome nahezu braun, schwarz. Es war also wirklich nur noch eine dunkle Masse, man konnte überhaupt gar keine Gesichtszüge mehr groß erkennen. Und beim Kodak Gold, der wurde eben beworben, dass das eben ganz toll war. Der Grund war nicht BPOC, sondern der Grund war, weil es damals in der Zeit, dass die Menschen Mahagoni-Möbel hatten. Und man wollte jetzt so dunkle Mahagoni-Möbel differenzierter darstellen, dass das nicht so eine braune Schokoladenpampe war. Und das war der Grund, warum man diesen Film entwickelt hat. Neu. Ja? Das hat natürlich Kodak auch selbst ein bisschen anders dargestellt, aber das war so eine ganz profane Geschichte. So. Ich habe schon gesagt, dass ich glaube, dass es Sprachkunst ist, aber ich wollte noch eine Sache sagen, weil das sonst immer so nach Insider klingt. Es gibt den 54 Books Discord und in diesem Discord gibt es einen Kanal, der nennt sich AI Spielplatz. Und wenn es darum geht, ne, wir haben das und das und da sind die Waschbären, dann ist es immer da und die Leute da drin sind, jeder kann da rein, es ist ganz offen, die wissen dann, dass schon sehr viele Waschbär im Namen der Rose Filmstills da drin sind. Also, nur damit das halt nicht so eine
abgeschlossene Kommunikationssituation. Ja, danke. Ja, ich wollte nochmal vielleicht auf Simons Problem aus einer anderen Perspektive zurückkommen, wenn wir das uns tatsächlich von der Technik her anschauen. Es geht ja um Wahrscheinlichkeiten, ne? Und ich finde es wahnsinnig spannend, das dann sich analytisch anzuschauen und zu sagen, so okay, es gibt einfach Bilder, die sind quasi zu unwahrscheinlich aus diesem Fundus heraus. Ne? Das heißt, wenn diese Software dann irgendwas mit Batman machen soll, dann wird sie erstmal den wahrscheinlichsten Weg finden, ne? Und da irgendwie bei der Fledermaus ankommen. Und wir haben ja, ich weiß nicht, ich glaube, so eine große Serie, die wir dann irgendwie rumprobiert hatten, war, ja, es waren Waschbären, ich glaube, die eine Stadt verwüsten, die Godzilla oder so. Ne? Da hat man sehr gut gemerkt, je nachdem, was man irgendwie für einen Kontext, ob der jetzt filmisch ist, auf welche Filmzeit der sich beschränkt oder sowas, dass dann diese Software plötzlich doch lieber einen Gorilla draus macht oder einen Braunbären, der riesig ist, weil das quasi in diesem Kontext statistisch wahrscheinlicher wäre. Und dann rechnet sie halt dann doch irgendwie den authentischen Waschbären raus. Ne? Ja, sie waren zu cute. Genau. Ja, ne? Also es kippt dann immer so in eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, wo man vielleicht dann eben mit längeren Prompts der Maschine ausreden muss. Aber erstmal wird sie so ein bisschen synthetisieren und dann irgendwas machen, was halt für uns quasi diesem Prompt widerspricht. Aber dann doch aus diesem Bilderfundus heraus das Wahrscheinlichste wäre. Ne? Und das, ich habe schon manchmal auch diese Situation gehabt, dass ich irgendwie wirklich tausendfach versucht habe, dieser Software einzureden, dass sie mir dies und das irgendwie im Stil von Rubens machen soll oder keine Ahnung. Und dann kommt aber irgendwie was raus, was tatsächlich zeigt, dass, sagen wir mal, in einem Möglichkeitsfeld von Rubens'chen Bildern dieses Bild einfach nicht möglich wäre. Das finde ich als Kunsthistoriker spekulativ recht spannend. Ne? Es ist natürlich keine wirkliche empirische Forschung, aber es ist so ein statistisches Spiel, wo ich auch denke, irgendwo ein bisschen Erkenntnisgewinn kann man sich ja auch rausholen. Aber ja. Das finde ich auch eine faszinierende. Auf so vielen Ebenen, was es heißt, sozusagen mit dieser riesigen Datenbank und dem von ihr aufgespannten Möglichkeitsraum zu interagieren, mit den Klischees, die da drin sind, mit den quasi ungemalten Bildern von Rubens, mit all dem, was sozusagen da an Latenz oder Möglichkeit drin ist. Die Frage, an die ich nochmal anschließen wollte, weil ich letztens mit einem Designer gesprochen habe, der mir da gesagt hat, ja, das ist irgendwie mit diesem Text-to-Image, also irgendwie so richtig für meine Arbeit, eigentlich funktioniert es nicht wirklich gut, da wird früher oder später werden bessere und andere Interfaces kommen. Und ich halte es für ein plausibles Argument bis zu einem gewissen Grade. Weil, wie wir jetzt alle festgestellt haben, das Versprechen ist, man gibt eine Beschreibung ein und aus der Beschreibung wird ein Bild. So funktioniert es halt manchmal und sehr häufig nicht. Dann zwingt dann diese Software sozusagen, sie quasi in ihre Sprache einzudenken und deswegen all diese Fantasien von Prompt Engineering. Ne, mit all das, was sozusagen ein neues Berufsfeld und was weiß ich nicht wird. Wird es nicht. Wird es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das wird eine gewisse Rolle spielen. Ich glaube, dass diese Prompts eine totale Rolle spielen, da wo man das quasi als Meme-Tool nutzt. Also wie man heute irgendwie GIFs nutzt oder Sticker oder was auch immer irgendwie. Dass man schnell was eingibt, ein witziges Bildchen hat, das versendet und gut ist. Aber als kreatives Werkzeug, wenn das jetzt ein Teil von Photoshop wird, wird es ganz andere Manipulationsmöglichkeiten geben und gibt es schon jetzt. Also, ne? Also sozusagen, es wird das Spektrum sich, glaube ich, erweitern von sehr professionellen Anwendungen, wo dann Prompting vielleicht nur ein Teilbereich ist, weil es wahnsinnig unexakt ist. Also da sieht man sozusagen wirklich das Auseinanderfallen von Bild und Sprache sehr stark und man, um wirklich die Leistung aus diesen Modellen rauszuholen, ist vielleicht so eine sprachliche Beschreibung gar nicht der Königsweg. Da war ja sozusagen für die Entwicklerfirmen das, was sie sozusagen schnell und sehr populär auf den Markt bringen konnten. Das ist ja auch faszinierend.
Aber ich glaube, der wird sich noch was tun, was sozusagen diese Prompt- und Sprachfrage angeht und es wird vor allem eine Ausdifferenzierung sein. Die haben meine Vermutung. Das sieht man schon bei Stable Diffusion im Discord, wo man noch da zwischen 27 verschiedenen spezialisierten Modellen wählen kann. Und das ist ja dann genau das, möchte ich jetzt irgendwie Gay Erotica als Modell oder möchte ich irgendwie Filmstills 90er Jahre, dann ist es sozusagen schon im Modell angelegt und das ist dann ganz praktisch. Und es gibt sowas wie Control nennt. Ja, Lenser ist ja auch ein Beispiel, das ist eine ganz simple Geschichte. Da brauchst du gar nicht prompten, sondern du gibst halt eine, da gibst du wieder Bilder ein und das ist ein Weg, jetzt nicht Lenser speziell, das ist ja so ein wirklich speziell, das wissen wir ja nun, aber als Modell wäre das eine gängige App, eben zu sagen, ich möchte jetzt gerne ein Bild haben im Stil von, also wirklich die simpelste Prompt, wie es von Anfang an funktionierte, und dafür würde es eine große Community geben, die das toll finden würde. Ne? Mich als was weiß ich, als Cuteness Reddit in einem Gemälde von Rubens und dann gibt es ja irgendwie nicht drei oder vier, sondern 10 verschiedene Möglichkeiten. Das ist ja auch etwas, es werden Angebote gemacht in diesen Tools. Es ist eben nicht mehr das singuläre Werk. Das ist auch ein Beispiel, was sich komplett abgrenzt von bisherigen Begriffen von Originalität, von Einzelwerk. Und ich finde es auch interessant, überhaupt mal darüber nachzudenken, welche Einflüsse haben jetzt diese Tools auch auf die Kanone und Einstellungen und Vorschläge und Vorstellungen im Bereich der bildenden Kunst. Das ist etwas, was vielleicht auch nochmal interessant ist, was da flöten geht. Und ich glaube, da wird dieser Impact noch viel größer sein, egal wie das Ganze technisch jetzt funktioniert und ob es da nachher andere Möglichkeiten gibt und ob es noch viel interessanter wird, dass plötzlich eine Konkurrenzsituation wie eben 1839 mit dem Fotoapparat aufgetaucht ist, der übrigens nicht, wie wir alle wissen, die Malerei platt gemacht hat und die bildende Kunst, wohl aber die Druckgrafik. Ja, also das hatte einen riesen Einfluss auf die Reproduktionsgrafik, die bis dahin eben Stecher macht. Also es wurden Hunderte, tausende Stecher arbeitslos, die also dort irgendwelche Dinge gemacht haben, die später mit der Fotografie einfach viel einfacher gemacht werden konnten, während die Kunst eine ganz neue Bildsprachen gefunden hat. Und ich glaube, das wird auch passieren. Ich habe mich gestern mit ein paar Künstlern und KünstlerInnen unterhalten. Also das war sehr, sehr interessant zu sehen, dass die meisten das noch nicht so als Bedrohung sehen und sagen, ja, ich habe das ja, also den Spaß, den ich habe bei der Kreation, das kann so eine Maschine ja gar nicht nachmachen. Und den Spaß, den die RezipientInnen vielleicht haben, kann das auch nicht. Und dann habe ich aber eben kritisch nachgefragt und habe gesagt, ja, ist es tatsächlich so. Ich sag, den Spaß, den ihr habt bei der Kreation als Künstlerin oder Künstler, das ist die eine Geschichte. Aber in der Rezeption, später in der Wahrnehmung der fertigen Bilder, spielt es dann keine große Rolle mehr. Die Bildgenese ist euer Ding. Aber in dem Moment, wo ich dieses Bild betrachte, kann es mir, wenn es mich irgendwie anspricht oder mir irgendetwas sagt, ist es mir in dem Moment nicht egal, wie es gemacht wurde und ob was der Künstler oder die Künstlerin sich dabei gedacht hat. Und dieser Einfluss wird, glaube ich, noch unterschätzt. Die Fotografie hat es betrifft es gerade, das ist nochmal ein Punkt zusätzlich. Der Fotograf Boris Eldaxen, der da mit seinem KI-Bild beim Sony Award in einer Kategorie gewonnen hat und dann sagte, das ist ja total interessant, dass ihr da ein KI-Bild gewinnen lässt und die Jury sagte, wie KI-Bild? Das ist ja gar nicht klar. Der hat den Begriff des der Prompt-Fotografie aufgebaut, das hat er nicht erfunden, sondern hat es übernommen von irgendeinem italienischen. So, er nennt das Prompt-Photography und das war ein interessanter Begriff. Und so könnte man jetzt eben auch sagen, dass das, was aus diesen KI-Tools rauskommt, irgendwie Prompt-Imaging raus ist. Das ist nicht gleich Kunst, das ist nicht gleich KI-Kunst und das ist auch nicht unbedingt irgendwas anderes, was mit Kunst oder Image zu tun hat. Eigentlich geht es um statistische Werte bei Bildern, die irgendwie kombiniert werden. Und
Und da ist die Frage, das finde ich eben interessant, welchen Einfluss wird das Ganze auf unser Verständnis von Bildern haben? Dieser Papst Franziskus, das war ja schon Thema heute, dass man gesehen hat, ja, diese Indexikalität und Wirklichkeit, das war ein schönes Lehrprojekt und jetzt weiß wirklich jeder, man kann kein Bild mehr trauen, aber eigentlich weiß man es schon seit 150 Jahren, aber jetzt ist es wirklich, ja, also auch ein bisschen lächerlich, diese ganze Geschichte, aber trotzdem war es nochmal richtig offensichtlich, evident wurde das dadurch, nochmal wirklich für den Letzten und für die Letzte, aber es war, das ist ein Lerneffekt. Und ich glaube, in 5 oder 10 Jahren spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Dieser Begriff der Indexikalität ist sowieso erledigt. Und das, was aber bisher immer noch da war, ist ein Begriff, der, das sagte ich ja schon am Anfang, der schon immer kritisch zu sehen war. Es kommt nämlich auf den Kontext drauf an. Nee, ich würde aber nur das, weil ich da letztens auch sehr viel Gegenwind bekommen habe von dem Medienwissenschaftler und auch ausgewiesene Fototheoretiker mit Argumenten, die ich auch mal sonst sagen würde. Also die Indexikalität kann man immer gerne verabschieden, natürlich ist sie ein Konstrukt, sie ist aber in doch vielen Fällen ein gesellschaftlich notwendiges Konstrukt und sie wird durch ganz bestimmte Institutionen stabilisiert und wie gesagt, sowas wie Überwachung, wie Beweisbilder vor Gericht. Es wird kompliziert, es wird aufwendiger, sozusagen diese Idee von Indexikalität oder Evidenz und Beweis wird zu stabilisieren, aber es werden sich immer wieder Praktiken finden und also man wird nicht sozusagen, das war das Beispiel, dann sagen können, wenn die Kamera einen beim Schnellfahren fotografiert hat, ja, aber wissen Sie, man kann doch keinen Bildern trauen. Also das ist sozusagen, daran kommt man nicht mal. Das ist kein gesellschaftlich durchsetzungsfähiges Argument, auch wenn wir alle sagen, wir haben auch nie den Bildern getraut. Klar. Es kommt aber darauf an, dass man bisher allgemein davon ausgehen konnte, dass das, was als Fotografie erscheint, trotzdem irgendwie noch diesen Bezug, also immer noch diese Realität. Man konnte es eben nicht, also bei der Werbeanzeige konnte man es nicht, man weiß es eben. Interessant ist, man nimmt es trotzdem so wahr, Roland. Du nimmst es trotzdem, also du siehst auf der Anzeige ein Auto und du siehst den Sonnenuntergang und du nimmst es erstmal für voll. Und du kannst dich davon nicht freimachen. Also es ist ja etwas, was auch völlig unbewusst abläuft. Du denkst nicht darüber nach, was ist da jetzt gefaked, sondern du achtest auf das Produkt. Das ist ja auch Sinn der ganzen Klamotte. Und bei einem anderen, bei einem Porträtfoto guckst du auch nicht drauf, was ist da gemacht. Also ich habe ja auch solche Fotoshootings auch selbst mal mitgemacht. Und da wird sofort rummanipuliert. Und egal wie jung das Model ist, die will dann auch, dass das also wirklich nochmal, dass sie noch mal ein bisschen glatter und jünger aussieht, weil sie genau weiß, also so, nee, also das geht ja nicht und so sehe ich ja wohl nicht aus, wie die Originaltöne von 18-Jährigen. Ja, wo ich dann dachte, das ist auch irgendwie total schräg. Das ist ja zwar schon fast 20 Jahre her, aber das heißt, diese Indexikalität ist trotzdem, auch wenn du sagst, ich traue mich, du nimmst trotzdem eine Form der Indexikalität immer wahr, du nimmst es für voll. Aber sie ist vor allem nicht nur so die entscheidende Frage. Wer hat das ja auch vorgeschlagen? Ja, ja. Ich habe gesagt, jetzt bei vielen Jüngeren, dass sie viel forensischer an diese Bilder rangehen und eher fragen, wie ist das jetzt gemacht? Es ist schon klar, es ist irgendwie manipuliert, aber dann ist interessiert, welcher Filter, welches Programm, wie hat man dieses Bild erzeugt, welche Intentionen stecken da natürlich auch wieder dahinter. Diese Fragen sind dann die Dominanten und diese indexikalische Frage ist eigentlich dann noch so eine Nebenfrage für Spezialisten oder für Sonderfälle von Bildern, wo das nochmal eine Rolle spielt. Kommt das jetzt wirklich aus der Überwachungskamera oder ist es ein Deepfake? Ich finde es mir auch in der Fassung wirklich sowieso der Begriff des Forensischen in vielen zusammenhängen und dass das ist ja eine Reaktion darauf, also dass man einen Verdacht gegenüber einem Bild ausspricht und dann versucht, diesen Verdacht zu erhärten oder eben auch zu entkräften. Das ist auch eine soziale Praxis, die ständig sozusagen auf Twitter zum Beispiel stattfindet. Irgendwelche Bilder werden gepostet zum Beispiel und dann kommt irgendein Herr, der zum Beispiel für die FAZ schreibt und sagt, wieso hängt denn diese Fahne da irgendwie so schlapp im Wind und die andere flattert, irgendwie wurde da nicht manipuliert, wenn ich vielleicht an das Beispiel
Also da werden auch sozusagen Verdachtsmomente gegenüber Bildern, die bei zweiter Betrachtung komplett unverdächtig sind, weil natürlich wurde das Bild in dem Moment gemacht, wo die Flagge im Wind flattert, die man gerne im Bild haben wollte, und dass der Wind dann nicht überall gleich weht, und das macht der Wind halt so. Also das aber sozusagen, also das heißt, der Standardmodus des Verdachts gegenüber einem Bild, das irgendwie breit zirkuliert, das Hasi-Video hatten wir heute, glaube ich, auch schon mal irgendwie erwähnt, ne, da hat irgendwie Herr Maaßen ja auch sozusagen gleich einen sehr raunen Verdacht der Manipulation geäußert. Und dann finden sozusagen, also ne, sobald es ein einzelnes Bild, wo es irgendwie um was geht, ne, unter Verdacht steht, dann finden alle möglichen forensischen, professionellen und nicht ganz so professionellen Versuche statt, da irgendwie der Wahrheit näher zu kommen. Und das meine ich mit sozusagen, da wird das stabilisiert oder eben auch destabilisiert. Aber da gibt es gesellschaftliche Prozesse, professionelle Verfahren, Diskurse, die dann irgendwie greifen und die schon noch schauen, dass wir sozusagen dann, wo wir es denn wirklich brauchen, irgendwie sowas in der Bildwahrheit vielleicht dann haben, oder in anderen Fällen kommt es halt nicht so drauf an. Und bei dem Hamburger irgendwie wissen wir alle, dass der nicht so ausschaut, wenn er dann irgendwie in der Pappschachtel kommt, wie er da auf dem leuchtenden Plakat aussteht, das stört uns auch nicht weiter. Vielleicht. Also der stört uns vielleicht ganz andere Sachen an dem Hamburger und spricht, oder? Aber deswegen, also ich glaube, Lexikalität ist immer so ein großer theoretischer Terminus, aber dass man irgendwie eine Referenz von Bildern dann immer noch sichern kann und will, dafür gibt es eingespielte Routinen, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, mal kurz, und dann werden die sich nochmal neu sortieren. Ist das im Teil auch eine bisschen aufgeregte Debatte, die, glaube ich, von interessanteren Fragen vielleicht auch ablenkt. Obwohl diese Stabilisierung als technischer Prozess ja total interessant ist, weil es dann ja die Frage ist, ob man bei bestimmten Bildern authentizierte Wasserzeichen hat, ob die in die Blockchain gehen, ob man da Zeugen dann haben muss. Also da gibt es ja verschiedene technische Lösungen, die man, also die jetzt auch im Raum stehen. Und dann wird sich das natürlich erst. Und es ist super interessant, aber jetzt für dich und für mich und, und so und vielleicht auch alle, auch die hier versammelt mit wissenschaftlichem Interesse. Ja. Aber es sind sozusagen, das sind keine großen philosophischen Fragen, würde ich sagen. Da geht es tatsächlich um Aushandlung, wie Technologien bewertet werden und wie sie so sozial werden. Aber natürlich auch aus Nachrichtengeschwindigkeit rausnehmen müssen, ne? Weil es ja bedeutet, Bilder müssen immer erst verifiziert werden. Es wird einfach den Nachrichtenprozess verlangsamt. Ganz genau, das meine ich nämlich damit. Also es ist so ganz so belangt, also es ist für uns im Alltag, ist es nicht wichtig auf den ersten Blick, aber ich glaube, es wird tatsächlich wichtig werden, dass man dann wirklich sagen kann, ist das, was ich hier in der Tagesschau, in den Tagesthemen oder gar als Still im gedruckten Magazin sehe, ist das jetzt wirklich so? Weil gerade diese Frage mit der Flagge, die wäre vor einem Jahr nicht aufgetaucht. Doch, man kann das hochhalten, es gibt seit ein paar Jahren, also, sorry. Nicht in diesem... Ich würde dir insofern recht geben, als dass ich bei mir beobachte, und das können wir ja sozusagen hier miteinander teilen, dass ich bei immer mehr Bildern denke, und gerade bei historischen Bildern denke ich, ist das jetzt irgendwie ein bisschen irgendwie, gerade, also weil man hat ja häufig auch schon wieder so skurrile historische Archivfunde. Und daran ist es natürlich Midjourney fantastisch sozusagen, dass mein Standardmodus auch dahin geht. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, für bestimmte Arten von Bildern war dieser Verdacht eh schon sehr verbreitet und zum Teil eben auch politisch motiviert oder in bestimmten Communities als Reaktion auf Bilder, über die man sich sowieso gerne empfehlen wollte, verbreitet. Also vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Ich lese manchmal Bußgeldbescheine. Und wenn ich mich richtig erinnere, steht immer unter dem kleinen Foto und schon seit 10 Jahren oder so, bezeugt von, und dann kommt der Name von der Beamtin, dem Beamten, der dann eben halt sozusagen als Zeuge für die Authentizität des Bildes da dient. Ja. Ne? Also das ist eine Routine, wie du sagst. Ja, genau. Genau, das ist so ein ganz, ganz schlichter Stabilisierungsmoment, dass Behörden ihre bürokratischen Verfahren haben, wo dann ein Subjekt steht, was das bezeugt, dann ist der Unterschrift das leistet, dann gibt es ein Protokoll, wie das so laufen hat. Und das ist immer, wenn man ja länger mit Polizeifotografie beschäftigt, da gibt es das im Grunde seit 150 Jahren, ne? Dass man bestimmte Protokolle hat, und weil da schon damals wurden Porträts retuschiert, und dann hat die Polizei, wenn die sozusagen
eben die Verbrecherin verhaftet und fotografiert hat, eben auch bestimmte Vorschriften sozusagen, sie dann nicht in die Bilder retuschieren irgendwie. Und das ist jetzt erstmal gar nicht selbstverständlich, weil ganz am Anfang hatten die die professionellen Atelierfotografen, die einfach mal schnell in die Polizeiwache geholt haben. So. Ja. Ja, und die hatten dann auch noch zum Teil ihre gemalten Hintergründe dabei und so. Und da hat sie was ausdifferenziert. Ne? Dann war klar, man darf retuschieren sozusagen im Fotoatelier, aber bei der Polizei hat man halt andere Vorschriften, andere bürokratische Protokolle. Und das anderes Beispiel eben im Bildjournalismus, ne, diese da gab es diese Fake-Geschichten bei wirklich preisgekrönten Fotografien und seitdem müssen die dann ihre ganzen Photoshop Protokolldateien, ne, sozusagen ist genau definiert, was ist ein legitimer Weißabgleich und Farbveränderung und was ist eine Manipulation. Da gibt es dann einfach Vorschriften. So, also. Ja. Ja, obwohl auch das dann eben, und da kommen natürlich auch Sachen dazwischen, die dann auch wieder durch die Presse gehen und gesagt, ja, ne, das ist mal eine RAW-Datei und trotzdem ist aber die Szene zum Beispiel auch mal manipuliert oder gestellt und so etwas. Das ist eben schon alles schon lange im Zweifel. Ich würde ganz gerne noch mal einen Punkt ansetzen, den Jakob vorher angesprochen hat, nämlich so der Ausdruck einer Hoffnung, dass man ja auch Erkenntnisse daraus ziehen kann. Wir reden jetzt ja zum Beispiel sehr viel über alle Formen von Bias, die erzeugt werden. Mhm. Also seit KI-Bilder jetzt so populär geworden sind, nie so viel über Bias gesprochen worden wie jetzt. Wir erkennen jetzt an diesen Bildern, wird das dringlich oder diskussionsbedürftig, was eigentlich schon viel länger hätte diskutiert werden sollen müssen. Diese Ungerechtigkeiten in den Repräsentationen gab es ja die ganze Zeit, sonst gäbe es nicht in der KI. Und sondern indem wir einfach jetzt so unseren ganzen Bilderkosmos da eingespeist haben und immer wieder der neue durcheinander gewirbelt wird, deshalb entsteht ja diese Hoffnung, dass dadurch auch nochmal andere Erkenntnisse entstehen. Also das mit dem Bias wäre eine Art von Erkenntnis. Ich frage mich manchmal, würde jemand wie Abby Warburg heute den ganzen Tag KI-Bilder generieren und versuchen, neue Pathosformen zu entdecken oder irgendwelche anderen Auffälligkeiten, Muster erkennen wollen durch das Erzeugen neuer Bilder. Wie steht ihr da dazu? Ja, also ich glaube, es ist halt so ein interessanter experimenteller Moment, wo wir das halt tatsächlich irgendwie ausprobieren können. Die Frage ist, wie ist das wirklich als Experiment belastbar? Ne? Weil auf welche Weise, und da wird es halt auch richtig unangenehm im Augenblick, weil einfach unklar ist, welche Bilder da überhaupt drin sind. Und das merken wir gerade auch bei dieser Sache mit dieser angeblich demokratisierenden Plattform Lion, die bei der es halt eben auch unklar ist, da sind irgendwelche, ich weiß nicht, was hast du im Kopf, wie viele Millionen Bilder da drin sein sollen? Ja, jedenfalls. Oder bei der Bilder überhaupt? Oder? Ja, wie viele da ausgewertet werden? 5 Milliarden. Ja. Die hat nie ein Mensch. Eben, kann auch kein Mensch jemals sehen. Ne? Und da gelangen wir an so eine Grenze von Wissenschaftlichkeit, glaube ich. Ne? Also, weil wer kann was wie verifizieren? Auf welche Weise können wir eine Art von Experiment formulieren? Oder es wird, und da hatte ich auch das Gefühl, wenn wir jetzt tatsächlich zu Warburg kommen, ich meine, meine Lektüre ist auch eine Weile her, aber wo ich auch das Gefühl hatte, da ist so diese Grenze zwischen Ikonografie und Ikonologie, wo ich immer das Gefühl hatte, bei Ikonologie weiß ich nicht genau, wo er hin will. Und irgendwie ist das jetzt vielleicht Ikonologie, was wir jetzt mit diesen schwammigen, mit diesen wolkigen Datensätzen machen, was sehr interessant sein kann, aber trotzdem, glaube ich, müssen wir immer wieder zurückreflektieren und sagen, oh, es ist es bleibt Spekulation. Ne? Und da bin ich auch nicht am Ende des Nachdenkens darüber. Es ist eines der vielen Probleme ist natürlich, dass es eben eine sehr obwohl es sozusagen quasi die ganze Bildgeschichte vermeintlich versammelt, die in einem extrem enthistorisierten Zustand sozusagen überhaupt nur zugänglich macht. Und selbst wenn man Jahreszahlen eingeben kann und es dann faszinierend ist zu sehen, okay, das ist sozusagen, glaube ich, Midjourney ist eine Ästhetik der 70er Jahre und man denkt, ja, passt. Ne? Aber du hattest dieses fantastische Beispiel von dem, das müssen wir hier glaube ich auch zitieren, von dem Papst, der dann jetzt endlich die Herrenboutique in Wuppertal eröffnet, als eben authentisch wirkendes Pressefoto
aus den 70er Jahren, aber der Papst war halt der Papst von heute, weil für Midjourney sind die 70er Jahre sind so eine Anmutung, sind so ein Vibe, sind so eine Atmosphäre von einem Foto und der Papst ist halt der Papst. So, das ist der, von dem es am meisten Fotos gibt und das wird zusammengeworfen. Und dann Digitalfotos, Roland. Das ist verfügbare Fotos. Ja, verfügbare Fotos, also Digitalisate, natürlich kein Vergleich, digitalisierte Analogbilder gibt es nicht so viel. Darum ist natürlich wahnsinnig viel vorhanden von digitalen Sachen nach Gemälden. Viel vorhanden. Ja? Die Museen waren ja fleißig die letzten 20 Jahre. Aber aus der Zeit 60er, 70er, 50er wird es ganz eng und das wird auch meist schräg. Haben wir ja auch alles probiert. Das funktioniert alles nicht so gut. Das heißt, auch das wird eingeschränkt auf einen Datensatz von Bildern und Fotos, die eben auch, da können wir es auch mal Warburg nennen, dass man sagt, ja, das ist auch beschränkt auf einen bestimmten Zeitrahmen, auf ein Zeitfenster. Nämlich auch das Zeitfenster der eigentlich eher der seit der digitalen Moderne, seit den 90ern. Und was es noch schwieriger macht, die unterscheiden ja eben auch nicht zwischen historischen digitalisierten Bildern und Bildern, die Historie reinszenieren. Das ist sozusagen letzten Endes auf der gleichen Ebene. Ja. Und es unterscheidet auch nicht sozusagen zum Beispiel zwischen einem originalen Van Gogh und einem Bild sozusagen nach Van Gogh, was irgendwo auf irgendeiner privaten Website eines VHS-Malkurses oder so. Ne? Also ich werde ein bisschen polemisch, aber das ist sozusagen dann auch da drin und da steht auch Van Gogh irgendwo dabei und in der Nähe. Sprich, man hat es sozusagen mit solchen zum Teil noch erahnbaren, aber zum Teil auch gar nicht mehr nachvollziehbaren Unschärfen zu tun, was das Verhältnis von historischen Zeiten und Orten angeht. Und jetzt mal losgelöst sogar von der Frage des Biases irgendwie und dem, was dann sozusagen damit an Mustern verknüpft wird, dass die Erkenntnis immer nur ein Symptom ist. Und das ist ein Symptom von dem Modell und nicht von der tatsächlichen Bildgeschichte. Und wir wissen nicht, aber wie sich das Modell zur Bildgeschichte verhält aus strukturellen Gründen. Wenn wir den Lion-Datensatz irgendwie verfügbar haben, wissen wir das nur sehr begrenzt. Also dieses Nichtwissen oder diese Unschärfen, die erzeugen ja meiner Beobachtung nach auch einen enormen neuen hermeneutischen Ehrgeiz. Oh ja. Man kriegt ein Bild und will jetzt irgendwie verstehen, wieso habe ich jetzt dieses Bild gekriegt. Und es dauernd auf Spurensuche und auf Hypothesenbildung, wie arbeitet jetzt das Programm, was könnte die Grundlage gewesen sein, wie läuft genau die Diffusion ab. Und das ist ja eigentlich auch wieder eine merkwürdige, interessante Rückkehr von solchen hermeneutischen Anliegen oder Techniken. Also nicht, dass wir jetzt nach der Intention des Autors fragen mehr, aber sondern nach der Programmierung der KI. Und die aber es sieht dann ganz ähnlich aus. Also wenn man sich so Debatten über solche Bilder dann auch anschaut, auch wie sie bei euch zum Beispiel geführt werden, dann ist das ja schon, also spüre ich immer diesen Wunsch, dem jetzt irgendwie so auf den Grund zu gehen. Man hat fast das Gefühl, dass ich da so eine Art von Kennerinnen schaffe. Ja, sozusagen. Das ist sozusagen so eine Art von Amateurwissen, was sich da sozusagen in der Liebe ergibt. Doch irgendwie rausfinden zu wollen, woran erkenne ich sind. Aber es ist eben nicht das, was jemand, den ich sonst sehr schätze, auf Twitter geschrieben hat, dass es Infografiken des Datensatzes wären. Also das fand ich eine Metapher, die ich extrem irritierend finde, wenn man glaubt, man hat so die unmittelbare Visualisierung dessen, der Bias ist im Datensatz oder so. Ich glaube, eben nicht. Immer ganz verschoben, verschwommen. Okay, ich muss nur kurz daran denken, dass wir sind ja mit Surrealismus gestartet und was man da hatte, ja oft so Träume als Ausgangspunkt für Bilder und was man in der Traumdeutung macht, ist natürlich irgendwie die Psyche der Person, die diesen Traum hatte, ja, der irgendwie näher zu kommen oder ja auf den Grund zu gehen. Und also ich meine, das ist jetzt keine polemisch gemeinte Frage, aber was möchte man eigentlich genau hier wissen, wenn man anfängt, man möchte irgendwie erstmal eine Unstimmigkeit erfassen und man will wissen, wo kommt die her, so, und dann? Naja, es ist schon, ich glaube, deswegen fand ich den Vergleich mit der Traumdeutung, mir ist da auch schon mal gekommen, und Warburg, also diese
diese Vermutung, man könnte da an so ein bildkulturelles Unbewusstes über seine errechneten Symptome rankommen, bei mir ist das, also ich, mir ist das nicht fremd. Da muss man sich immer zurückrufen und sagen, das ist natürlich Schwachsinn. Aber es geht in die Richtung, würde ich sagen. Und man hat dann eben dann doch, manchmal hat man Erkenntnisse, wo man sagt, okay, ich verstehe jetzt besser, wie das Modell vielleicht funktioniert. Und manchmal hat man so Momente, wo man denkt, aha, jetzt habe ich einen Einblick in eine bestimmte Entwicklung von Kultur und von Formen, von Ästhetiken irgendwie, die mir das spiegelt. Das, diese erkenntnishafteren Momente gibt es immer wieder. Also, ja. Da könnte man schon irgendwie sagen, welche kunsthistorischen Modi setzen wir da an? Und wenn wir jetzt tatsächlich sagen würden, okay, es geht um Stilgeschichte, ne, und es geht auch um diese Art von sehr, ja, vielleicht fast schon dysfunktionaler, aber strukturell klarer Stilgeschichte, die sagt, es geht gar nicht irgendwie um, also Kunstgeschichte ohne Namen und so weiter, diese Idee, bei der man fast sagen könnte, es ist auch eine Kunstgeschichte ohne Objekte, sondern nur eine von Stilen, da könnte man tatsächlich sagen, okay, das funktioniert, weil wir können eine bestimmte Art von Stil reproduzieren. Aber ich glaube, das deutet eher auf so ein paar problematische Momente in der Kunstgeschichte hin, als um irgendwas, was wir wirklich als Erkenntnis machen können. Aber das ist ja das ist eher auch so eine sehr alte so eine Methode, die wieder aufregt, Kunstgeschichte als Stilgeschichte, Kunstgeschichte als Hermeneutik hatten wir gerade. Ja. Da habe ich den Verdacht, wir sind nicht mehr weit weg von einem neuen Genie-Diskurs. So, das ist das große, schöne Sequoir, das da uns so entgegengebracht wird von den Programmen. Ich tippe das rein und kommt was raus. Naja, das ist so unklar. Vielleicht auch Google, weil du doch den genialen Prompt hattest. Sind so demiurgische ja auch Fantasien, die da vielleicht im Umlauf sind. Und so dieses Gefühl, ich habe es gemacht, aber ich habe es auch. Natürlich habe ich es nicht selber gemacht, ich habe nur den Prompt geschrieben, aber das Genie hat ja auch gesagt, dass ich bin nur Medium, an der göttlichen Kraft. Und also das finde ich eben interessant. Wir haben diese neue Technik, wir haben lauter alte Methoden, die plötzlich wieder oder Diskursformen, die plötzlich wieder virulent erscheinen, sogar plausibel erscheinen, die wir alle immer abgelehnt haben, als völlig altmodisch und problematisch und überkommen. Und jetzt taucht es durch die Hintertür irgendwie wieder auf. Und das war, ich glaube, darüber sollte man zumindest reflektieren, will man das oder nicht. Und was passiert da eigentlich? Ja, Entschuldigung zu dem ganzen Thema und zu dem Thema Bias, also auf die Gefahr hin, bei einigen hier offene Türen einzurennen. Aber es ist ja so, dass die Maschinen die Bilder nicht erkennen, sondern dass diese Bilder getaggt werden. Das heißt, den Bildern wird eine Bezeichnung zugeordnet, und zwar von Menschen, von bezahlten Menschen in Billigarbeit in verschiedenen Ländern. Und das erklärt natürlich einfach sehr viel von den Fragen, die hier aufgetaucht sind. Wenn man jetzt sagt, irgendwie, okay, Van Gogh wird jetzt eine Reihe von Bildern gezeigt, die Volkshochschulbilder und die echten, weil irgendjemand auf beides das Tag Van Gogh geklebt hat, der vielleicht gar nicht den kulturellen Hintergrund hat, sondern einfach nur sieht, okay, das ist ungefähr Van Gogh, da kleben wir das drauf, die Leute stehen unter Stress, die müssen da ihre Bilder pro Stunde fertig machen oder beziehungsweise setzen sich selber unter Stress, weil sie eben ihre $2 am Tag verdienen wollen und jagen das durch. Und damit ist schon viel der Semiotik und semantischen Fragen und so weiter, die hier als mystisch und rätselhaft erscheinen, geklärt. Ja, das läuft ein bisschen, läuft ein bisschen anders ab, weil man nimmt eigentlich schon die bereits schon seit Jahren und Jahrzehnten getaggten Bilder aus den Datenbanken. Die kommen dazu natürlich. Ja, das ist eigentlich der Kernpunkt. Also die selbst wenn da 100 oder 200 Leute sitzen, die da noch irgendwas rausfiltern, besonders wir reden von Millionen von Leuten. Also wir reden von richtig großen Mengen. Aber die machen eher sozusagen die Aufräumarbeit. Bei diesen Foundation Models sozusagen 5 Milliarden Bilder werden, irgendwann hat irgendein Mensch sozusagen einen Text zu einem Bild verfasst. Sei es sozusagen als Alt-Text, sei es als Text in einem Artikel, der zu einem Bild erscheint, sei es als Produktbeschreibung in einem Online-Katalog, wie auch immer. Also alle Bilder, das ist, finde ich, wenn wir von Voraussetzungen gesprochen haben, eine ganz wichtige Voraussetzung,
ist nicht nur, dass wir wahnsinnig viele digitale Bilder in einem Raum haben, sondern dass die alle beschriftet sind. Ja. Wir leben in einer, in einem Universum beschrifteter Bilder. Und klar, da steckt sozusagen immer, nicht immer, aber weil teilweise ja schon auch automatisiert, aber sehr viel menschliche Arbeit dahinter. Also initial ist da super viel menschliche Arbeit drin. Jetzt kann man natürlich auch ganz viel aufbauen, aber vor 10 Jahren sind Datensätze von Menschen produziert worden. Klar. Ohne die gäbe es das heute nicht. Genau. Ja. Zumal auch viele nicht wissen, mal ganz kurz, dass diese Alttexte, die man überall einbringt, auch wenn man eine Internetseite, wenn man seine eigene Internetseite oder sein Blog pflegt, dass da steht, bitte geben Sie einen Alternativtext ein. Das ist eigentlich eine Sache gewesen zur Inklusion. Das war nämlich für Sehbehinderte oder blinde Menschen. Weil ich da selbst in dieser Community drin war in den Nullerjahren, war das ein großes Thema, dass man das eben so macht, weil ansonsten wird aus Screenreadern, also aus Ausgabegeräten, für die Menschen, die sich das halt vorlesen lassen oder über die Breitzeile ausgeben lassen, steht da nur Bild. Wenn das aber ein wichtiges Bild war, im Kontext der Inhalte der Internetseiten, konnten die damit nichts anfangen. Also galt es dann irgendwann mal, anfangs war es einfach der gute Ton, dass man diese Beschreibung dazu bringt, weil es einfach dazugehört. Es ist eine Sache der Inklusion und es ist auch nicht wirklich wahnsinnig viel Arbeit, also macht man das einfach. Das ist im Grunde genommen eine wichtige Grundlage jetzt, dass das einfach verwendet wird, weil eben die genaue faktisch, man hat im Grunde genommen den Prompt schon vorgegeben zu einem Bild, wenn man ein Foto beschreibt. Und Millionen Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht, Bilder zu beschreiben, aber aus einem ganz anderen Grund, nicht um eine Datenbank zu füttern, die daraus jetzt schöne neue Bilder macht. Das ist eigentlich, das ist auch mal so ein etwas schräger und etwas bitterer Witz der Geschichte. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja. Ja, also aktuelle Arbeit der Fotokünstlerin Victoria Binstock, die zeigt jetzt keine Fotos mehr, sondern nur noch die Tags. Das ist der Fotos. Da auf genau dieses Thema ich ganz schön aufmerksam. Und auch nochmal auf dieses Thema Schriftbild oder gibt es doch wieder nach dem Iconic Turn einen neuen Linguistic Turn oder auch wieder nicht, das war ja deine Skepsis. Dass vielleicht jetzt nur eine sehr kurze Phase ist, wo wir alle diese Prompts eintippen und vielleicht ganz andere Modi, die Bilder zu erzeugen, dominieren werden. Und werden wir sehen. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich glaube, manchmal sind wir zu viel. Danke für die lange Geduld.